Spurensuche am Tatort in Erding bei München ist auch noch nicht abgeschlossen. Noch immer sind Polizisten in dem Einfamilienhaus. Gegen 1 Uhr morgens hatten Beamte die zwei Leichen verscharrt im Garten gefunden. Bei dem grausigen Fund handelt es sich offenbar um das Ehepaar Franz und Heidi R. Ihr Sohn hatte sie gestern als vermisst gemeldet. Bereits am Samstagabend hatte eine Nachbarin Verdächtiges beobachtet. Einmal rennt der Tochter ihr Freund raus und rennt ins Auto rein und fährt ohne Licht weg. 24 Stunden später ist klar, warum. Der Ex-Freund der Tochter von Franz und Heidi R. stellt sich der Polizei. Er habe die beiden am Freitag erstochen. Außer ihm ist auch die 17-jährige Tochter festgenommen worden. Sie wird nun verhört. Also möchte die Kriminalpolizei natürlich sehr genau wissen, bei welchen Möglichkeiten sie vielleicht in irgendeiner Weise einen Tatbeitrag geleistet hat oder auch. Weitere Vernehmungen sollen klären, ob sogar die eigene Tochter beim Mord an ihren Eltern mitwirkte.